Sie ist schnell, die neue Druckmaschine der Allgäuer Zeitung. Knapp 13 Meter Papier rasen hier pro Sekunde vorbei. 4 Stunden dauert es jetzt nur noch, die Allgäuer Zeitung mit ihren 8 Heimatausgaben zu drucken. Die beiden Vorgängermaschinen haben dafür noch 7,5 Stunden gebraucht. Und die neue Maschine hat noch einen Vorteil. Sie druckt wesentlich schärfer und exakter als die alte. Kempten ist Pionier in diesem Bereich. Wir haben im Juli 2011 eine Entwicklungspartnerschaft mit MAN Roland Augsburg abgeschlossen, haben diese Maschine gemeinsam neu entwickelt mit vielen Komponenten, mit vielen Tools und Features, die zu einem bisher unerreichten Automatisierungsgrad führen. Und die zweite Maschine ist inzwischen verkauft und ich denke, diese Maschine wird die Zeitungsdrucktechnik insgesamt revolutionieren. Eine echte allgäu-schwäbische Entwicklung also, die neue Druckmaschine des Allgäuer Zeitungsverlags. Eine Weltneuheit. Und auch die Komponenten kommen aus der Region. Diese Roboterarme der Augsburger Firma KUKA zum Beispiel machen einen Wechsel der Druckplatten in nur 3 Minuten möglich. Früher war dafür eine Viertelstunde nötig. Wir investieren 18 Millionen in die Zukunft der Allgäuer Zeitung, in die Zukunft der Arbeitsplätze, in die Zukunft des gedruckten Wortes, ohne die Themen online und digital zu vernachlässigen. Alles drei ist künftig unsere Welt. Es ist ein Meilenstein in der Entwicklung und es ist ein Riesenfortschritt insgesamt für uns. Und der wurde gestern Nachmittag gebührend gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben waren zur Einweihung der neuen Druckmaschine ins Allgäuer Medienzentrum gekommen. Die Gesellschafter des Allgäuer Zeitungsverlags sind glücklich über die neue Maschine. Es hat auch für uns eine große Bedeutung. Einmal ist es die Bestätigung dessen, was wir tun. Eine Druckmaschine ist eigentlich sozusagen unser Vehikel, in der wir alle Produkte herstellen. Und für mich ist das einfach ein Zeichen, modern in die Zukunft zu gehen. Wir glauben an den Druck, wir glauben an das Papier. Und selbstverständlich ist auch eine moderne Druckmaschine für uns immer ein Highlight. Aber letztendlich ist es Bestätigung unseres Handelns und dass wir auch dazu stehen. Ja, ich freue mich eben, dass es heute eben so weit ist, dass wir die neue Rotation einweihen können. Der Allgäuer Zeitungsverlag ist ein hochmodernes Medienhaus, aber natürlich unser Kernprodukt ist nach wie vor die gedruckte Zeitung. Wir machen eine moderne Zeitung, aber auch eine heimatnahe Zeitung. Und die muss natürlich in höchster Qualität auch gedruckt sein, sodass unsere Leser, unsere Kunden eben Freude daran haben. Und umso mehr freut mich, dass wir jetzt auf dem letzten Stand der Technologie sind und unseren Lesern noch mehr Qualität liefern können. Dass das gedruckte Wort Zukunft hat, davon ist auch Staatskanzleichef und Medienminister Thomas Kreuzer überzeugt. Als Allgäuer war es ihm eine besondere Ehre, die Festrede bei der Einweihung der neuen Druckmaschine halten zu dürfen. Ich gehe davon aus, dass es noch eine sehr lange Zeit vielleicht immer Zeitungen geben wird. Zeitungen müssen sich modern aufstellen. Das heißt, nur Qualitätsjournalismus wird eine Chance haben. Also nicht nur Schlagzeilen produzieren, sondern auch Hintergrundwissen. Es wird sehr darauf ankommen, ob man in der lokalen Berichterstattung gut ist. Im Internet werden sie nie eine objektive, durch eine Redaktion zusammengestellte Lokalnachrichtenszene haben. Und wenn das berücksichtigt wird, glaube ich, dass Printmedien auch in Zukunft eine gute Chance haben werden. Insgesamt 2,5 Jahre Planungsarbeit sind gestern mit der Einweihung der neuen Druckmaschine zu Ende gegangen. Erleichterung bei den Verantwortlichen, dass diese jetzt erfolgreich beendet werden konnten und die Leser künftig eine noch bessere Allgäuer Zeitung lesen können.